Dann probieren wir das nochmal. Bodybags und Spotter. Ich glaube, ich sollte das einfach tatsächlich Silent Assassin-Modus mäßig angehen lassen. Ich habe den Mod, also kann ich den auch nutzen. Please? Pretty please? Oder please, please? So, hier ist wieder keine Sache. Yes, die Frage ist halt auch, sind hier überall. Rein theoretisch kann man natürlich sowas wie das hier machen. Die Frage ist nur, wo deponiere ich die Sachen so lang? Wahrscheinlich hier hinter. Oder hier hinten, das ist eine Idee. Ich glaube, da werden sie nicht gesehen. Im Gebäude muss ich dann noch ein bisschen mehr schauen. Okay, 7 Gegner noch übrig. Au. Hier kann ich im Moment nichts machen. Dazu bräuchte ich zuerst mehr Sachen noch. Watch the Guard. Kein Problem. Eine Guard sehe ich, wird dadurch getaggt. Theoretisch kann hier was sein, ist aber dieses Mal nicht. Da ist eine Kamera. Keine Panik mit Kameras. Die sind im Normalfall keine so große Problematik. Wieder kein Safe hier, das bedeutet wieder, dass die Keycard irgendwo anders ist, was ungünstig ist für mich. So viele dieser Gegner. Was sind da jetzt 3 oder 4 Guards an einer Position? Das ist sehr ungünstig für mich. Ja, man sieht wie immer das Licht der Guards durch die Wände, was an sich ja einen unglaublichen Vorteil bietet. Ich würde den gerne erledigen, aber ich habe leider nicht die Möglichkeit, Geräusche zu machen. Sonst würde ich den hier rüberziehen, die Kamera halt blockiert. Ich hoffe, der ist jetzt nicht stecken geblieben. Nee, der bewegt sich weiter. So, der schaut da sich auch um. Den kann ich da an dieser Stelle nicht auseinandernehmen. Wow. Das war knapp. Die Kamera ist gefährlich. Und da unten war dann doch eine Guard mehr, als ich gedacht hatte. Da geht auch wieder eine nach oben. Meine Güte, ich werde hier wieder eingeklemmt zwischen 3 verschiedenen Guards. Die sind ja hauptsächlich ein Problem, wenn es viele auf einmal sind. Dann nutze ich doch mal diese Gelegenheit, um eine weitere Guard zu entfernen. Bitte schön baggen, so oder schön an eine Stelle bringen, dass ich keine Probleme bekomme. Der ist in definitiver Sichtweite der Kameras. Solange er in der Reichweite der Kameras ist, gehe ich da nicht hin. Okay, jetzt ist er weg. Dann schauen wir mal weiter. Der Serverraum ist auch nicht hier. Während ich mich hier umschaue, habe ich gerne da eine Kamera ausgeschaltet. Hier ist noch eine gute Wahrscheinlichkeit.
Eins und bitte die hier deaktivieren. Ich will mich hier umschauen. Ich habe irgendwas aufgehoben, aber ich weiß nicht was. Es war jedenfalls nicht die Keycard. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo die überhaupt spawnen können. Die große Frage ist, wo da die nächsten Kameras sind. Ich werde ihn nämlich nicht in Reichweite einer Kamera eliminieren. Da ist auch definitiv eine Kamera davor, das weiß ich. Wo zum Henker ist die Kamera? Egal, nein, ich kann da nichts gegen machen, das ist doof. Ich muss definitiv die Sachen finden. Okay, hier im Bereich, es sind keine Kameras. Das ist wichtig zu wissen. Die andere Guard ist in Reichweite. Da ist auch noch mal eine, die mich nicht leiden kann. Also rein theoretisch, wenn sie hier sind, sind sie kein Problem. 6 Stück, 5 davon sehe ich. Ja, das Problem ist halt, dass die mich nicht sehen dürfen, bevor da irgendwas ist. Okay, der dreht sich in die Richtung. Scheiße. Das haut nicht hin. Einmal noch. Einen letzten Versuch noch. Bodybags, Spotter. Ja, ich werde das Hornet-Nest ganz bestimmt nicht kicken. Das wäre ja doof. Sonst müsste ich ja vor allem lautes Equipment nehmen. Okay, diesmal haben wir hier eine Kamera, die nach vorn zeigt. Das ist doof, aber lässt sich nicht ändern. Noch mehr Kameras hier unten. Ich gehe mal hier rein in Deckung und hoffe, dass ich etwas mehr Glück habe. Eins, zwei, wo sind das? Ach, null sind es jetzt, okay. Wow. Hier sind aber auch Kameras dieses Mal. Das ist der Wahnsinn. Da kann ich nichts machen. Ich muss aufpassen, weil die Gegner ja relativ gefährlich sind. Ich meine, so viele Kameras, da muss ich sehr, sehr vorsichtig sein, was ich mache. Ich hoffe, die gehen hier nicht rein. Da kann ich nichts machen, weil da 12 verschiedene Kameras drauf zeigen auf diesen einen Ort. Okay. Wie viele Gegner sind denn da? Bodybag, Bodybag, Bodybag. Boah, da werden die Bagger gut fleißig eingesetzt. So, und den bitte auch. Okay. Gut, der hat mich auch nicht gesehen. Gut, der ist etwas gefährlicher, weil der hat einen Pager. Du Scheiße, von hinten auch noch mal, oder was? Nein. Huh. Das war knapp. Yep, ich hoffe, ich weiß nicht, wie sehr hier die Gegner respawnen. Jedenfalls typischerweise, es gibt manche Maps, bei denen
Guards endlos nachspawnen. Ich weiß nur nicht, ob das ja auch eine dieser Maps ist. Access the computer, das dürfte kein Problem sein. Nur ganz kurz schauen, nicht, dass ich hier die Keycard übersehe, falls sie hier gerade rumliegt. Okay, es sind vier Gegner da. Okay, der läuft da unten dran vorbei. Anscheinend kann der ab und zu, wenn der am falschen Ort stehen bleiben wird, wäre das ein Problem. Warum bin ich nicht am Crouchen? Das wäre ja deutlich besser. Okay, Keycard. Wie viele Bodybags habe ich noch? Gar keine. Okay, dementsprechend werde ich das Bodybag Case hier nutzen. Und hoffen, dass ich Glück habe. Okay, da drüben sind irgendwo Gegner, das habe ich gesehen. Typischerweise sind diese respawnenden Guards hauptsächlich dafür da, um das nicht zu einfach zu machen, indem man vier Guards auseinander nimmt. Dann spawnen normalerweise noch eine extra. Die sehe ich ein bisschen mehr bewegt noch. Dementsprechend sollte man allgemein das dann vermeiden. Zu viele Gegner zu erledigen. Hier würde ich wahrscheinlich dann doch mal ganz kurz das einsetzen. Okay, kein Gegner in der Nähe. Oh, hier. Die ist ja richtig gut für mich. Ich will wissen, ob die endlos nachspawnen. Das werden wir gleich sehen. Das war's mit meinen Bodybags? Nein, einen habe ich noch. Zwei Guards. Eine weiß ich, wo sie ist. Beide weiß ich, wo sie sind. Sehr gut. Loop. Bitte. Danke. Okay. Anscheinend sind hier entweder nicht endlos nachspawnende Guards. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Nehmen den mal ganz kurz weg. Der wird, das ist an sich ein anderes Problem auch noch. Ich glaube, den kann ich wahrscheinlich hier auch anbringen. Ach ja, da ist ja, das sind ja auch noch mal mehr Kameras. Ach du meine Güte, das ist ja richtig doof für mich. Okay, an der komme ich nicht vorbei. Okay, an der komme ich vorbei, wenn ich das hier mache. Gut, das ist nur ein Drill, der kein Problem ist für mich. Okay, es sind endlos nachspawnende Guards. Man hat anscheinend auch hier immer mindestens zwei, gut zu wissen. Okay, ich weiß nicht, was der eben gesehen oder nicht gesehen hat.
weiß so nicht, wieso der nicht sieht, dass die Ka Dinger kaputt sind, aber egal. Ich nehme den jetzt auch nochmal auseinander. Wahrscheinlich werde ich das Zeug hier aber liegen lassen, einfach weil ich dafür nicht die Beweglichkeit und Mobilität und so weiter habe. So knapp. Okay. Und natürlich in dem Moment, wo die Guard wieder in der Nähe ist, okay, im Moment sind mal gar keine Gegner da. Das heißt, im Moment kann ich relativ unvorsichtig sein. Bis natürlich auf die 7 Millionen Kameras, die mich immer noch 24 Stunden am Tag beobachten, so ziemlich. Natürlich kann ich jetzt auch eine Scheibe einschlagen und damit die ganzen Sachen umgehen, aber ich muss halt sehr vorsichtig sein. Aber theoretisch ist das möglich. Ich werde das wahrscheinlich auch machen. Nur muss ich aufpassen, dass hier keine Kamera ist. Und schon kann ich nämlich hier rein und dann kann mich durchgehen ohne Probleme. Aber es kommt eine neue Guard, okay. Ich werde wahrscheinlich jetzt einfach abwarten und im Notfall durchsprinten. Ich habe gewisse Möglichkeiten, nicht viele, aber ein bisschen. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen und wie oft die nachspawnen oder sowas in die Richtung, aber das können wir gleich schauen. An sich hätte ich gerne die zusätzlichen Loot-Sachen, aber das kann ich wahrscheinlich vergessen. Kommt darauf an, wo die langlaufen. Wie gesagt. So, dann fangen wir mit dem Wertlosesten an, was ich da habe. Und dann würde ich wahrscheinlich das Coke als nächstes nehmen, das Gold zum Schluss. Okay. Gut, der geht da lang. Sehr schön. Das ist halt der Vorteil, wenn man zu mehr ist. Dann kann man das alles ein bisschen gemütlicher machen. 360.000 für ein einzelnes bisschen Coke. Okay, der geht da hinten lang. Das ist gut. Ja, es kann sein, dass auch nur die patrouillierende Guard neu spawnt und man, wenn man lang genug warten würde, die auch despawnt wieder. Das kann ich aber schlecht beantworten. Das müsste ich ausprobieren. Aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig große Lust drauf, da so viel Zeit zu vertrödeln mit. Ich glaube, das ist die andere Option, dass ich die Sachen mal als erstes so stückweise transportiere. Vor allem jetzt, wo ich noch die Goldsachen brauche. Mit etwas Glück kriege ich dann nämlich die Sachen noch, nach draußen. Ja, das Fenster einhauen war eine gute Idee. Für einen Augenblick zumindest. Ich weiß nicht, ob es ausreicht für das Sichern von all meinen Sachen, aber je nachdem. Kommt darauf an, wie lange der braucht, um das zerbrochene Fenster zu finden. Weil alles andere kann er nicht finden. Schwierige Frage. Aber ich glaube, es wird langsam trotzdem sinnvoll, das Gold heimzubringen. Naja, weiß nicht. Vielleicht mache ich das abwechselnd. Puh. Okay. Aber man muss schon sagen, Silent Assassin ist schon irgendwie, macht das da zu einem komplett anderen Spiel. Sozusagen. Andererseits, so interessiert bin ich da jetzt auch nicht dran.
Ist einfach mal was anderes als Piu 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 Piu. Und das kriege ich auf jeden Fall gesichert. Und damit bin ich dann durch. I just had to. Ich glaube, das ist eine Trophäe für das Safe House, die das FBI-Symbol ist, das man irgendwo aufhängt, weil da, dass man das einfach mitnimmt, sozusagen, weil man das, wenn man den Heist komplett stealtht. Hier habe ich wahrscheinlich das. Schwierige Frage. Pre-Planning. Schritt Nummer 1. Additional Mission Equipment. Vault Key. Nicht notwendig. Angenehm, aber ich kümmere mich erstmal um andere Sachen. Eine Keycard. Bank Tellers. Safe Cracking Plan ist okay. Dead Drop. Ich könnte Body Bags hier hinlegen. Spy Cam. Und dann Hacking, Insider Help, Backup, Additional Mission Equipment. Theo, was hatte ich nochmal? Ich glaube, das ist okay. Insider Info, das ist komplett nutzlos. Nutzlos. Ah, doch, in dem Fall. Ich weiß nicht mal, ob das komplett nutzlos ist oder nicht. Ja, an sich gibt es für. Das ist ja eine stinknormale Bankmission. Die habe ich damals einfach laut gemacht, glaube ich. Da gibt es an sich zwei große Möglichkeiten, wie die Sachen laufen können. Ich will meine Ressourcen nicht an denen verschwenden. Das sieht aus nach, als wäre es vorn. Okay, das ist ungünstig. Das heißt, es ist wesentlich mehr Aufwand und wahrscheinlich wird es teurer. Die Spycams sind nützlich, damit ich weiß, wo die Gegner sind. Beide im Moment in einem nicht angreifbaren Bereich. Das war nicht, was ich wollte. Egal. Außerdem wollte ich, ich Vollidiot. Egal. Und natürlich muss ich den auch baggen, weil ich keine Shotgun habe. Und das war wieder eine Dover-Idee. Ich weiß nicht, warum das so buggy ist, aber aus irgendwelchen Gründen werden die Civilians auch markiert. Das ist doof. Genau, die Additional Keycard will ich natürlich dann gleich mal haben. So muss ich nur mal außen rum gehen. Natürlich alles rot markiert, was man rot markieren kann, in einem 10 Quadratkilometer Radius. Gut möglich übrigens, dass es nicht die letzte Sache sein wird von denen. Okay, die andere Sache, wofür man das hier braucht, ist, wie viele Guards habe ich bisher? Eine. Um das hier auszumachen. Ansonsten kann man den Thermal Drain nämlich nicht aktivieren. Okay. Ich habe keine Shotgun. Das ist doof. Ich muss dringend eine XLS Shotgun bauen. Weil der da drüben muss an einer ganz bestimmten Stelle sein, dass ich ihn eliminieren kann. Dieser nette Freund hier drüben. Den hätte ich gerne, wär ich sehr gerne los, aber das geht nicht an dieser Stelle. Den anderen, der da gerade drüber pendelt, den könnte ich eventuell kriegen, je nachdem, wo er langläuft. Ist halt immer die Frage. Den kann ich nichts gegen tun. Den könnte ich was tun, aber vorzugsweise, wenn er durch den Raum durchläuft und der hinten muss sich darüber bewegen. Größte Wahrscheinlichkeit ist, dass ich, wenn ich da. Der bewegt sich. Okay. Größte Wahrscheinlichkeit hier drüben. Immerhin bin ich den sich bewegenden Civi schon mal los. Der geht in die Richtung. Wie ärgerlich.
Okay, da sind die drei Guards auf jeden Fall mal. Das nützt mir aber nichts. Und hierfür muss ich übrigens die komplette Bank stilllegen. Ups. Das ist immer so ein Geduldsspiel, das wir in der nächsten Episode weiter fortsetzen werden. Bis dahin, viel Spaß. See ya und bye bye.